kann man nicht aufmachen, okay. Die Gräber von alten Königen wurden mit allem gefüllt, was sie im Jenseits brauchen konnten. Waffen, Gold, Streitwagen. Die hätten ihre Frauen und Sklaven geopfert, um ihren Herren selbst im Tod zu dienen. Erinnert mich an diesen Bunker. Lass den Scheiß! Die Sachen in D6 sind wie etwas, das ein Eroberer übers Grab hinaus mit sich genommen hat. Oh, da hinten sind welche. Kalter Stahl, wilde Rösser und unermessliche Schätze. Natürlich sterben die Grabräuber immer auf schreckliche Art. Von Dämonen, Geistern oder ihrer eigenen Gier getötet. Kahn, hörst du jetzt endlich auf, oder was? Hey, ich habe gehört, dass Lesnitsky was angestellt haben soll. Was ist passiert? Weiß keiner. Lesnitsky war beim Labor. Als die nächste Schicht kam, stand die Tür offen und das Labor war geplündert. Lesnitsky war weg. Scheiße! Und was war drinnen? Chemische Waffen. Vielleicht irgendeine andere Scheiße. Mehr weiß ich nicht. Gott verdammt. Der Oberst wird mir wegen Lesnitsky noch eine verpassen. Ein glühend heißer Stich direkt in meine Seele. Wenn ich noch eine hätte. Okay, anscheinend ist Lesnitsky auf jeden Fall einer der Story-Vorantreiber hier. Zurückgekommen. Sie sagen, die Hanse verstärkt ihre Kraftpunkte auf ganzer Linie, insbesondere die, die in der Nähe der Faschisten sind. Miller, ach, all unsere Männer zu versammeln. Okay, ich weiß wieder, wo wir sind. Cool. Oh, was machen die denn? Spielen Karten? Hey, weiß jemand, warum es geht? Wurde zu ihm bestellt. Jawohl. Hey, lass uns rein! Rein da! Ich warte hier. Sobald ihr weg seid, spreche ich. Okay, wahrscheinlich steht da irgendwas mit Kommandozentrale. Der Schwarzen war vielleicht der schlimmste Fehler der Menschheit. Was, wenn sie uns nichts Böses wollten, sondern nur zu kommunizieren versuchten? Vielleicht. Ich habe sie nicht bombardiert. Die Deep Silver Storywriter haben gesagt, ich mache das. Ah, guck, wir haben schon wieder, weil wir alles zugehört haben, an den Gesprächen haben wir gleich einen Karma-Punkt eingesammelt. Oh, da liegt eine Waffe. Können wir nicht mitnehmen, okay. Eine Verbindung zu den Schwarzen. Ja. An der Messe, unserer Heimatstation, sind Leute gestorben. Hunter, der Beste des Ordens, ist sehr wahrscheinlich ebenfalls tot. Und er hat dich dies gelehrt. Wenn wir in dieser neuen Welt nicht um unser Leben kämpfen, werden wir verschlungen. Das ist das Gesetz der Evolution. Doch ich würde sagen, dass die alten Gesetze nicht mehr gelten. Da gebe ich dir recht. Aber wir können mal gucken hier, Tagebuch. Okay, Prolog haben wir auf jeden Fall. Können wir mal durchlesen hier. Also ihr könnt euch das durchklicken. Ich klick's durch, ihr könnt es euch durchlesen. So fair bin ich mal für euch. Müsst einfach mal pausieren halt, ne? In Ordnung, Artyom. Und Sie, Karn, habt ihr etwas zu melden? Ja, Oberst. Dann fasst euch kurz. Ich habe in den Gärten einen überlebenden Schwarzen gefunden. Was? Einer von denen lebt noch? Zum Glück, ja. Zum Glück? Kahn, das ist absoluter Wahnsinn. Die Schwarzen waren die größte Bedrohung, die der Orden jemals bekämpfen musste. Oberst, geben Sie mir nur eine Chance. Ein einzelner Schwarzer stellt keine Bedrohung dar. Artyom besitzt eine Gabe. Ich glaube, er kann mit der Kreatur Kontakt aufnehmen. Lassen Sie ihn mit mir gehen. In Ordnung. Artyom, geh mit Kahn zum Garten und finde den Schwarzen. Ich schicke einen Scharfschützen mit. Meinen Besten. Anna? Ja, hier! Warum brauchen wir einen Scharfschützen? Um die Kreatur zu eliminieren und die Aufgabe des Ordens zu Ende zu bringen. Miller, Sie können doch nicht! Das ist Mord! Haltet ihn fest! Sie Idiot! Sie machen den gleichen Fehler noch einmal! Wir sind hier fertig! Eskortieren Sie Kahn hinaus! Artyom! Das ist deine letzte Chance auf Vergebung! Und darauf, diese Albträume loszuwerden! Vergiss Kahn!
Anscheinend ist er der Kreatur zu nahe gekommen und hat seinen Verstand verloren. Sieh her, Artyom. Beende diesen Auftrag und komm schnell wieder hierhin zurück. Ein Krieg zieht auf und ich brauche jeden Ranger auf seinem Posten. Ab mit dir! Also, worauf wartest du noch? Komm schon, Versuchskaninchen. Versuchskaninchen? Pass mal auf, Anna. Wenn es stimmt, dass der Schwarze nicht spürt... Vielleicht mache ich hier mal Ananas. Hey, guck mal! Ich glaube nicht, dass ich den Schwarzen töten werde. Ah, das Charakterdesign ist besser geworden. Sag mir nicht, dass du den Mist von wegen Frieden schließen mit den Schwarzen glaubst. Ich wünschte, ich wäre selbst in diesem Turm gewesen, um die Raketen einschlagen und die Schwarzen in ihrem Nest brennen zu sehen. Komm schon, Kaninchen. Würdest du diese Dinger in die Metro lassen? Sie in unsere Gehirne kriechen lassen, damit sie uns wie Tiere benutzen können? Vielleicht sollten wir uns mit ihnen paaren, damit die Kinder an der Oberfläche leben können und die Strahlung auffressen. Scheiße, dem Teufel gibt man nicht die Hand. Naja, wenn du gerne mit diesen Mutanten Sex haben möchtest, dann kannst du das machen, Anna. Ich würde dich davon nicht abhalten. Freie Liebe, sag ich immer, ne? Ja, hier scheint nichts weiter rumzuliegen. Ist geil, ist 1:1 die gleiche Baustelle und 1:1 das gleiche Design. Voll geil. Gefällt mir. Anna. Hier gibt es für uns nichts mehr zu tun. Lass uns aufbrechen. Brechen! Okay, alles klar. Das Schöne ist aus, sie hat eine VPV dabei. Vor nur einem Jahr stand ich oben auf dem Fernsehturm und sah Raketen im Botanischen Garten einschlagen, die Fleisch in Asche verwandelten, Metall und Glas schmolzen. Nichts und niemand konnte das Inferno überleben. Und doch hat Khan dort einen Schwarzen gefunden. Jetzt ist es meine Aufgabe, ihn zu töten. Zu Ende zu bringen, was ich begonnen hatte. Na, dann wollen wir mal weiterschauen, ne? Könnte mal wer putzen, Alter. Ein bisschen staubig aus. Früher waren Züge etwas ganz Normales. Aber jetzt scheint dieser Einschienenbahn geradezu magisch zu sein. Unsere Kinder werden nicht wissen, wie man sie bedient. Und deren Kinder werden vermutlich denken, sie wäre von den Göttern gebaut worden. Naja, außer man... Oh. Was war das? Naja, außer man erklärt es den Leuten, ne, wie Technik funktioniert, ne? Oh, ey, aber knapp. Aber knapp. So, Anna Kernikova. Ich versuche, dem System etwas Saft zu geben, damit die Lichter angehen. Benutzt in der Zwischenzeit eure Taschenlampen. Na gut. So, jetzt muss ich natürlich wissen, wie war die Tastenkombination für Taschenlampe? Das war Waffenwechseln. Da, okay. L1 mit Dreieck. Okay. Ja, das werden wir brauchen. Habt ihr, mein Vater und du, nicht die Einschienenbahn genommen, als ihr die Raketen auf das Nest der Schwarzen geschickt habt? Das ist ein gutes Omen, Kaninchen. Vielleicht haben wir mit diesem Einsatz auch Glück. Strom ist an. Öffne das Tor. Ich gebe beim Durchgehen Deckung. Das hast du gut gemacht. Hat der Munition dabei? Alles klar. Los geht's. Oh, hier ist eine Familie gestorben. Scheiße. Okay, die sind anscheinend hier nicht mehr in die Metro reingekommen. Oder die haben in den Zwischenräumen hier irgendwie versucht zu überleben. Boah, Alter. Wenn ich sowas wieder sehe, Alter, krieg ich schon wieder schlechte Laune, Alter. Weil mir das immer so leid tut, weil die hier so verrecken und keiner hat die Tür aufgemacht, Alter. Bewegung, ich komme nach. Okay, alles klar. Übrigens, wir jagen hier keine Trophäen, ne?
Das Einzige, was wir wollen, ist das beste Ende. Geh nach rechts. Links ist deine Sache. Nur mal schauen, was hier links gibt. Boah, die Ratten, Alter. Die haben wir hier ordentlich genagt, Alter. Muss man den mal lassen. Oh nein. So, das nehme ich immer mit. Hier ist ein Grab. Hey, da ist Munition. Aber hier sind viele Gräber. Und ich klatsche natürlich wieder voll drauf rum. Das Problem ist, ich sehe natürlich jetzt nicht, was ich hier, ob ich hier was anklicken kann, aber eigentlich wäre da immer mal so was zu sehen, ne? So, mal kurz gucken, wie kann ich denn... So. Scheiße, das Ding ist schnell. Klasse, wie lange... Ein Kaninchen oder ein Mann bist. Ja, sehr gut. Setz deine Maske auf. Gucken, was es hier noch so Schönes gibt. Das Schönste ja mit diesen Dinges kann man immer wunderbar. Ah, hier geht das anscheinend. Doch, geht. Ich wollte gerade sagen. Komm schon, setz die Maske auf. Ich will dann gleich in die Klobatik zurückschlagen. Ja, ist ja gut. Beruhig dich doch. Hey, ein Teddybär. Hey, cool. Okay, Pumpgun-Munition war anscheinend genug. So, mal schnell gucken. Ah ja. Okay, gut. Es gibt wieder nur eins in diesem Bereich. So, Anna, dann gehen wir hoch. Hunter hat mich gelehrt, unsere Leute nicht ungeschützt zu lassen. Ich finde das voll geil, dass man selber so das, sich die Maske so sauber machen kann mit L1. Richtig geil gemacht. Hör auf, meinen Arsch anzuglotzen. Der ist für dich in weiter Ferne, Kaninchen. Ach, wieso? Sieht doch gar nicht mal schlecht aus. So ein russischer Hintern ist schon eine schöne Sache. Ich spreche aus Erfahrung. So, jetzt machen wir hier hin. Darf ich mal kurz? Aber gerne doch. So leicht. So. Oh. Okay, Licht aus. Ey, da liegt ein Hein-Kampfhubschrauber. Krass. Lass uns zum Haupteingang gehen. Das ist eine gute Schussposition. Es lässt sich ein großes Gebiet abdecken. Du ja, okay, ja. Immun sein gegen deren Einfluss. Aber ich bin nur ein normales Mädchen, also kann ich da nicht rein. Puh, ja, der Hind hat auf jeden Fall seine besten Zeiten hinter sich. Geh rein und such die Kreatur. Ich glaube, da die Schwarzen hier so von dir angetan sind, wird sie deinen Geruch wittern oder was auch immer die tun. Und auf diesem Versteck kommen. Versuch nur im Freien zu bleiben, damit ich dir Deckung geben kann. Die Fledermäuse haben hier immer noch Schwänze? Geil, die Rakete sieht ja cool aus. Einer auf denen so, die wäre so gestartet. Ey, warte mal, hier müsste doch irgendwo... Oh, geil, dieses Riesenhotel von Moskau. Ich vergesse mal den Namen, Alter. Hör mal, hier ist so eine kleine Siegessäule. Schade, den Fernsehturm sieht man nicht. Da sieht man umgestürztes Riesenrad. Und wenn du Zweifel haben solltest, keine Sorge, ich kümmere mich darum. Na gut, dann viel Glück. Alles klar. Immer die Gespräche mit anhören. Ist das ein Maul? Nee, das ist Rost. Dann, meistens kriegt man dafür auch gute Karma-Punkte, wenn man den Leuten zuhört. Wie in echt auch. Hörst du den Leuten zu, mögen sie. Vorsichtig sein. Okay, da ist der Kopf nicht mitgegangen. Auch gut. Was soll das hier sein? Sowas wie Schimmel oder... Was war das?
Ich kann nicht sehen. Da, wo das Nest war, brennt immer noch was. Eine tolle Wüste hier. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Das ist seltsam. Das könnte nach all dieser Zeit denn hier noch brennen. Na, auch egal. Geh darauf zu, es gibt die Deckung. Im Überlebensmodus muss man übrigens selber die Filter wechseln. Habe ich beim ersten Mal nicht gewusst, Alter. Dann hat es erstmal, ja, einen toten Artyom gegeben. Ich sehe eine Bewegung. Mach dich bereit. Rechts von dir. Das sind keine Schwarzen. Das sind Telepathen. Telepathen? Ich sehe keinen. Wo siehst du da einen? Also ich sehe da keinen. Ich arbeite dran. Boah. Okay, wo kommt ihr jetzt her? Okay, wo seid ihr? Boah, da kommt eine Meer, da kommt eine ganze Horde, Alter. Okay, sieht gut aus, oder? Okay, sieht gut aus, sieht gut aus. Bei 360 gab es hier eine Trophäe. Ich glaube, wenn man nicht getroffen wurde, eigentlich. Aber wahrscheinlich die, die uns da am Anfang getroffen haben. Was ist denn das hier? Paket oder was? Oh. Wir sterben gleich. Boah, scheiß radioaktives Wasser, Alter. Also ich sehe hier noch keinen. Wo soll hier einer sein, Anna? Ich höre auf jeden Fall wen. Sieht aus wie Knochen oder sowas. Die nagen jetzt mal schön in den Knochen. Ich habe hier gerade irgendwo so ein blöde mutierte Riesenratte gehört, Alter. Okay, haben wir. Sieht klein aus, aber es ist definitiv ein Schwarzer. Was hält dich ab? Na los! Ja, wo ist er denn? Also ich sehe hier keinen. Soll denn hier einer sein? Oh, ich muss schon wieder Filter wechseln. Da! Ey, schieß doch nicht auf den! Das ist doch noch ein kleiner Schwarzer. Das ist doch... Der tut doch gar nichts, wette ich. Hey. Hallo. Na gut, vielleicht soll ich mal fangen und hier nicht so viel rumspielen. Beamt er sich oder was war das gerade? Wieso leuchtet mir so? Alter, das sieht ja hier mal richtig cool aus mit dem Licht. Ja, ist ja gut, Anna. Der kann sich tarnen. Der kann sich unsichtbar machen. Ist ja geil. Über mir? Hey, na, wie geht's dir? Ich will dir nichts tun. Ganz ruhig, Kleiner. Hallo. Alles in Ordnung? Psst, ganz ruhig. Beruhig dich. Beruhig dich.
Boah, wie viele Schwarze das da gerade waren. Was ist passiert? Oh nein. Nicht ihr Nazis. Guten Morgen!